Hallo, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Wir sind heute auf einem Heizhausfest und zwar auf dem Heizhausfest in Chemnitz. Wie kommt es zu dem Namen? Liegt einfach daran, in Sachsen wurden die Bahnbetriebswerke Heizhaus genannt. Ja, und deshalb Heizhaus, Heizhausfest. Das Ganze begann für mich eigentlich schon 2 Tage eher, als ich mit dem Zug nach Leipzig gefahren bin und dort im BW Süd diese Rauchfahne gesehen habe. Von etwas weiter weg hat man gesehen, dass da also eine Baureihe 52 angeheizt wird, die dann sicher nach Chemnitz gefahren ist. Ja, und am Tag selber, da meine Regionalbahn um die Uhrzeit nicht fuhr, bin ich hier nach Bad Lausick und habe dort auf den Regionalexpress gewartet, der mich nach Chemnitz bringt. In Chemnitz wird man dann von diesem Bauwerk hier begrüßt, was ein Stellwerk ist. Da das Gelände ziemlich lang gestreckt ist, gab es dann hier so einen Pendelverkehr. Da haben wir aber darauf verzichtet. Wir sind also gelaufen, zumal es da auch unterwegs das eine oder andere Fahrzeug zu sehen gab. Ja, und dann sind wir hier am Ort des Geschehens, ne? Oder eher im Zentrum des Geschehens. Ich sage immer wir, das liegt einfach daran, dass ich nicht allein unterwegs war, sondern mit meinen Kollegen von der WhatsApp-Liste Modellbahn Freaks. Ja, man sieht hier, es gibt viele Leute und wenig Absperrung, ne? Das werden wir jetzt in der nächsten Aufnahme hören. Es gab dann immer lautstark Anweisungen, wer wann wo wegzugehen hat. Weil da, wo wir jetzt hier stehen, sind auch Lokomotiven hin und her gefahren. Danke. Der Herr mit der blauen Stoffe-Strickjacke genauso. Ihre Jacke. Ich vermute mal, dass das Mikro eigentlich dafür gedacht war, um den Leuten die Lokomotiven zu erklären, die da gerade auf der Drehscheibe gedreht werden. Die meisten Sachen, die ich gehört habe, sind aber, da irgendwelche Leute irgendwo wegzuscheuchen, wo sie sich selber und andere in Gefahr gebracht haben, wo sie einfach den Lokomotiven im Weg standen, na, die sich hier bewegen wollten. Ja, hier, ach so, eine kurze Zusammenfassung noch. Also wir haben die Baureihe 95 gesehen, die Bergkönigin. Dann haben wir einen kleinen Schwenk gehabt. Weiß jetzt nicht, wie die Schuppen benannt sind. Also es ist der Schuppen, wo jetzt also die Dieselloks stehen. Und hier haben wir jetzt noch links die Tigertrommel und rechts eine Baureihe 44. Das sind noch 2 Lokomotiven, die sich wahrscheinlich da auch abgelöst haben, ne? Also die Tigertrommel, die 44 sind ja beides Güterzuglokomotiven. Da hatte ich auch einen Kommentar unter meinen Videos, wo mir jemand versucht hat zu erklären, dass die Lok, die jetzt hier im Hintergrund ist, eine Ludmilla ist. Das ist natürlich Quatsch, ne? Also ich weiß natürlich nicht, ich meine, diese Spitznamen sind ja irgendwo entstanden, auch in verschiedenen BWs, die waren auch so ein bisschen unterschiedlich. Überhaupt der Name Ludmilla ist ja so ein bisschen, naja, dass es eben erst nach der Wende entstanden ist, wird immer erzählt. Ich weiß immer nicht so genau, das ist mir auch egal. Ne? Das ist Baureihe 120, das andere ist Baureihe 130 und ja, die Spitznamen, das ist eigentlich unerheblich. Ja, neben der 44 gibt es ja noch eine andere Lok, nämlich die 43. Da wird vielleicht der Bundesbahn-Dampflok-Fan vielleicht ein bisschen durcheinander kommen, denn da gab es ja eine 043 und eine 044 in der Epoche 4. Die eine, ich weiß jetzt nicht, wie rum das war, ne? Also die eine mit Kohle, die andere mit Öl gefeuert. Das ist die ursprüngliche 43, die meines Wissens auch zuerst gebaut wurde. Als eben diese Güterzug-Einheitsloks aufkamen, da
gab es halt hier die 43 mit zwei Zylindern und die 44 mit vier Zylindern. Die 44 hat sich dann letztendlich durchgesetzt. Die 43, ich glaube 10 Stück, die sind dann alle bei der Reichsbahn geblieben und eine ist eben noch da. Ja, dann hat man hier die beiden Herren, die hier vor der Tigertrommel stehen, die irgendwie im Stil der 20er Jahre, ich wollte sie eigentlich auch mal ansprechen, aber die waren dann, also nachdem ich das Bild gemacht habe, waren die irgendwie weg. Also ich bin denn nicht nochmal über den Weg gelaufen. Das war eigentlich ein bisschen schade, mit denen hätte ich mich gern mal unterhalten. Das ist ja gerade sozusagen epochenmäßig mein Thema. Hier haben wir so einen kleinen Blick auf den hinteren Bereich. Da stand eben hier die E44 an der Seite und zwei Tiger-Trommeln auf der linken Seite. Ja, und dann haben wir hier schon wieder einen Spitznamen, nämlich Holzroller. Das ist Baureihe 211 als Schnellzuglok und 242 als mehr oder weniger Universallok der Deutschen Reichsbahn. Und hier noch die Vorgänger E44, E94, die also noch vor dem Krieg, also hauptsächlich zumindest vor dem Krieg gebaut wurden. Ja, weiter hinten sind dann hier die Ludmillas. Ich werde diesen Namen auch weiter verwenden, auch wenn es jetzt, naja, ich war dann ein Kollege, der hat mir mal gesagt, nein, das ist der Russe. Aber bei drei russischen importierten Loks ist dieser Name der Russe für mich irgendwie ein bisschen sinnfrei. Dann haben wir hier die DRV60, die also die Standard-Rangierlok zu DDR-Zeiten hatte auch einen Spitznamen, glaube ich, Goldbräuler, ne? Also weil die normalerweise orange war, ne? Die hier ist rot. Von der Reichsbahn zur Bundesbahn, Baureihe 151. Ja, das ist für den Uneingeweihten vielleicht auch so ein bisschen verwirrend, denn die E-Loks und die Diesel-Loks hatten ja die Nummern getauscht. Ne? Also bei der DR war es ein bisschen anders als bei der DB und als alle beide zusammen sind, gab es da wieder neue Nummern. Also ich blick da nicht so ganz durch, ist allerdings eben auch nicht meine Epoche. Die nächste bunt bemalte Privatbahn-Lok, eine ehemalige V100 der Deutschen Reichsbahn. Ja, ich weiß nicht, die Seitenfenster sehen irgendwie anders aus. Also, pff, ja. Gut, das wisst ihr wahrscheinlich alle besser als ich. Ja, und da kommt dann die sogenannte Ferkeltaxe angefahren, die hier sozusagen den Shuttle gemimt hat. Voll besetzt. Hat sich gelohnt. Ja, hier nochmal ein Teil unserer Reisegruppe, die also nicht alle mit mir im RB angereist sind, manche auch mit dem Auto und auch aus anderen Richtungen. Dann wollte es ein bisschen regnen und da sind wir hier an diesen beiden Baureihe 118 vorbei in den Schuppen und dort gab es dann Modellbahn. Da haben wir hier eine H0E, ne, sächsische Schmalspurbahnanlage in Modulen, also ganz nett gemacht. War allerdings sehr wenig Modellbahn da, es war der meiste Platz, waren irgendwelche Händler. Und also hier war ich doch, da war ich doch ein bisschen angetan, vor allem von den wunderschönen Bäumen hier, die allerdings auch nicht selber gebaut waren, die sind irgendwo, wurden irgendwo käuflich erworben. Ja, das habe ich mir diesmal erspart. Da ist, steht dann zu den Zügen, ne? Da ist ein bisschen Gartenbahn drin. Das habe ich in meinem letzten Video schon gezeigt. Das müsste ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Dann haben wir natürlich auch wieder den obligatorischen Lampen- und Uniformstand, die also hier ausgestellt sind, wo man sich wirklich fragt, wo das alles hergeholt wurde. Also es war bloß so dicht umlagert. Ich habe da jetzt auch keine Zeit gehabt, da mich irgendwie da ein Gespräch zu vertiefen. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gemacht. Ja, es ist sehr interessant. Also dort, das ist eine tolle Sache. Dann der obligatorische Schwenk vor dem Lokschuppen mit den Dampfloks. Ich glaube, ich hatte im letzten Video das alles ein bisschen genauer vorgestellt. Das will ich jetzt hier nicht wiederholen. Das war auch alles ein bisschen Hektik und ja.
Also wir haben eigentlich die für mich beiden wichtigsten Loks im Schuppen, die 57 und die 58 stehen hier vorne im Bild. Ne? Das sind wahrscheinlich auch die beiden ältesten. Steht da eine 91 dort, die ist sicher noch ein bisschen älter. Aber das ist so das, was mich halt da vom Hocker reißt. Vor allem die 58. Ja, hier auf das Ganze mal von der anderen Seite. Und da werden so schnell aus der Hüfte mal ein bisschen ein paar Fotos geschossen. Und ja, es sind auch eben sehr viele Leute da. Also ich gehöre ja nicht zu denen, die dann die Leute wegscheuchen, weil ich irgendwas fotografieren will. Das ist albern. Tja, hier das Ganze auch nochmal in bewegten Bildern. Die 4K stand diesmal mit ihrem Transportwagen in der Halle. Da konnte man sie auch mal ein bisschen von nahen betrachten. Wobei das letzte Mal stand sie eigentlich auch gut. Und es gibt auch faszinierende Einblicke in die Werkstatt, die man hier schön ins Bild setzen kann mit Maschinen, die ja, wo man irgendwie nur selbst als gelernter Schlosser, ne, aber eben nicht Lokschlosser, nur entfernt versteht, für was die gut sind. Und es gibt noch einen Blick in die Lokleitung, die wir hier, na, hier haben dann die wahrscheinlich die Zugpersonale davor gestanden und haben sich ihre Fahrpläne abgeholt. Na, also ich kenne das ja nur vom Fremo. Na, da ist das natürlich alles ein bisschen anders, als es in der Wirklichkeit war. Hier mal durch die Scheibe nach innen. Na, ein großes Schlüsselbrett. Und dann gab es nebenan noch eine kleine Ausstellung hier, verschiedene Schienenprofile, Schwellen, Nägel. Und hier noch eine moderne Ausstellung, wo ich allerdings jetzt keine Knöpfchen gedrückt habe. Da bin ich nur dran vorbeigelaufen. Nächstes Mal müssen wir die Türen zuschalten. Sie haben keine Sicherheitslöcher. So, Vorsicht mit dem Lok vom Stellwerk. Durch die gesamte Gleisfläche hier auf die Richtung überlegen. Mit der vollsten Vorsicht. T-Shirt, Vorsicht bitte. Dann gab es noch ein bisschen Feldbahn. Die Lok, die sehen wir gleich noch in bewegten Bildern, die dort ja, die Gäste spazieren gefahren hat. Und das mit zwei Dampfloks. Die Dieselloks waren Gott sei Dank, also ich mag das ja nicht so sehr, waren Gott sei Dank ruhig. Also ich mag dann lieber die Dampfloktöne, die hier, naja, dann zu hören waren oder gleich zu hören sein werden. Einfach und so. Das geht ja doch gar nicht. Voll. Jetzt.
Scheiße. Sehr viel zur Feldbahn. Ja, hier gibt es dann noch eine dritte Lok, die sie gerne wieder aufarbeiten würden, wo sie also gerade um Spenden bitten. Dann haben wir hier das nächste Highlight, und zwar einen Kranzug. Ich weiß gar nicht, was das für ein, ich vermute mal, das ist hier irgendwie 5 Zoll oder so. Hier haben wir das gute Stück, der also hier, als ich mich hier angenähert habe, dann sofort in Funktion gezeigt wurde. Das könnte auch 5 Zoll sein. Hier wurden dann so diverse Kinder spazieren gefahren mit den Zügen. Ja, das ist auch eine schöne Sache. Dann hat es mir diese Kühe hier angetan, die eigentlich ging es mir eher um die beiden Wagen, die dahinter standen, die ich fotografieren wollte. Und hier habe ich es dann mal bis zum Achslager geschafft. Ja, und so sieht ein Bild aus, bevor sich ein iPhone wegen Überhitzung, also kurz bevor sich ein iPhone wegen Überhitzung abschaltet. Na, also ich konnte von dem Moment an erstmal eine ganze Weile nicht aufnehmen, deshalb ist uns jetzt hier leider die Modellbahn durch die Lappen gegangen, die da in diesen Wagen drinne waren. Als waren da so irgendwelche Pack- oder Schnellzugwagen. Hier haben wir dann nochmal das Ende, das hatte sich das Handy wieder erholt. Na, hier gibt es also dann noch einen abgesperrten Bereich, wo natürlich auch wieder Leute drin rumlaufen. Ich war diesmal nicht da hinten. Ich war quasi anständig, und das ist nochmal der Blick von dort hinten in Richtung Ausstellungsgelände. Und dann gibt es zum Schluss noch zwei meiner Lieblingsloks, die wir jetzt uns hier am Ende noch etwas genauer anschauen. Die Sachsen hatten ja nicht immer Glück mit ihren Lokmotivkonstruktionen. Das war allerdings eine recht gelungene Lok, der sogenannte sächsische Rollwagen 38-2. Ja, die ist sogar nach der Wende noch betriebsfähig gewesen, ist noch rumgefahren. Jetzt natürlich seit vielen Jahren kalt abgestellt. Und auch diese Lok war doch eine recht gelungene Konstruktion. Die Baureihe 75-5, von den 75ern sowieso die leistungsfähigste, was allerdings auch mit daran lag, dass sie die jüngste dieser
Baureihe ist. Ja, damit wären wir am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.